Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu unserer Daily Dosis Ark mit Voucher und mit unserem Alderle. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir machen heute einen kleinen Ausflug. Ich will ein paar Dinge probieren. Ich will ein, zwei Sachen besorgen. Wir werden auch unser GPS-Gerät mitnehmen, denn im Moment laufen Materialien durch. Da warte ich jetzt ganz, ganz sehnsüchtig drauf, damit wir weiterbauen. Wir gehen gleich mal zum Turm rüber. Das ein oder andere Element habe ich schon mal rangeklatscht, um zu gucken, wie das ungefähr aussieht, dass wir nachher ein Gefühl dafür kriegen, wie wir weiterbauen. Da muss ich noch ein bisschen das auf mich wirken lassen. GPS-Gerät würde ich gerne mitnehmen heute. Ich habe nämlich auch Koordinaten rausgeschrieben. Da machen wir das jetzt mal so. GPS-Gerät, was brauchen wir denn noch? Hier ist noch der zweite Pot, den nehme ich jetzt auch mal mit. Ihr seht auch schon, dass ich Betäubungsmittel eingepackt habe, denn mir lässt eins keine Ruhe. Wir hatten ja tatsächlich einen anderen Spino gesehen, als den, den ich dann gezähmt habe. Ne? Ihr erinnert euch, der war nämlich eigentlich weiblich und hatte eine rötliche Farbe. Und unserer ist männlich und grün. So, pass auf, wir fliegen das mal ganz kurz ab. Es ist früher Morgen, wir haben also heute unheimlich viel Zeit, um alles Mögliche zu unternehmen. So sieht es aktuell aus. Das große Tor werde ich auf jeden Fall hier setzen. Das andere hinten dann zum Fahrstuhl runter auf die große Brücke. Hier ist dann der Haupteingang vom Festland aus. Das ist das eine. Die zwei kleinen Tore links und rechts, die ich da aufgebaut habe, das will ich mal probieren, wie das aussieht. Und für das Gefühl Mauer habe ich jetzt schon mal hier die ersten Elemente hingemacht, weil hier werde ich wahrscheinlich so rausgezogen die Küche ins Freie bauen. Dann haben wir die zwei Ausläufer hier, einmal wo ich jetzt gerade fliege rechts und einmal da hinten links. Da kommen die großen Schmelzen drauf und die werden am Turm dran sein, überdacht, aber schon ein Stück auch außerhalb. Und dann ist mir hier, das habe ich nochmal umgebaut, weil es nicht symmetrisch war. Warte mal, ich lande mal ganz kurz da oben, wenn das geht. Oh, der Lilane da hinten, den sollten wir uns holen. So, das habe ich jetzt mal so gebaut, dass wir praktisch von den Hauptzugängen aus einen kleinen Steg haben in die Mitte, da wird der Teleporter sein, die Wendeltreppe erhöht, einen Stock oben drüber Richtung Lagerstätten dann. Und da unten, seht ihr es wahrscheinlich schon, habe ich jetzt mal Beete reingesetzt. Und da dachte ich mir, das wäre doch cool, wenn wir hier Cloudtails und Phaserlights hätten, vielleicht rechts eine Tiersorte, links die andere. Und dann hier natürlich entsprechend ein paar Pflanzen, die Licht reinbringen. So würde ich es gerne probieren. Und da gehen wir jetzt heute auch los. Ich nehme jetzt schon mal aber die 10-Box mit. Wir müssen Ramatten besorgen, also Ovis will ich finden. Die Cloudtails würde ich gerne mal gucken, wie leicht oder wie schwer ich da dran komme. Dann nehmen wir auch den Paulaner mit. Weil wenn ich das richtig recherchiert habe, finden wir die Cloudtails in der Höhle. Glow, wie glühen, nicht wie Klo. Ist mir jetzt gerade so auffallen, ne? Cloudtail, ja, du musst dann Abertail. Ich nenne meinen dann Abertail. So, jetzt hat sich das auch schon erledigt. So. Also, dann nehme ich den Paulaner mit auf jeden Fall. Wir fliegen mit dem Agi. Das ist das stärkste, die stärkste Kombi, die ich praktisch habe. Und jetzt kann es sein, dass ich den Käfig gleich mitnehme für den Fall, dass ich nach dem Spinner nochmal gucke. Das lässt mir keine Ruhe. Ich will natürlich, wenn das klappt, den Spinner haben, den wir gesehen haben. Denn dann hätten wir folgenden Vorteil. Wir hätten ein starkes Pärchen zum Züchten auch, ne? Ich muss mal ganz kurz hier rüber gucken. Wir brauchen dann auf jeden Fall wieder unsere Special 10 Box. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Das war die hier. Allerdings haben wir eins weniger gehabt. Und Behemoth-Tore müsste ich ja im Prinzip jetzt auch noch irgendwo haben. Zwei Stück. Sieben Stück. Was habe ich denn da gemacht? Richtig, ich habe mich letztens verbaut. Ich habe nämlich gedacht, dass ich die Gate, also die Torbögen mache. Dann habe ich einen Haufen Türen hergestellt. Zack, zack, zack. Das läuft. Dann mache ich zu. Ich habe 10 Pfeiler dabei. Das Gewehr habe ich schon repariert für uns. Auch die Rüstung habe ich repariert. Raw Matten müssen wir besorgen. Spino reinpullen, zähmen und alles wird gut. So machen wir das. Ich brauche jetzt allerdings noch ganz kurz. Habe ich noch mehr von den Dingern? Hier sind noch welche. Ich nehme mal ein paar mit, dass ich beim Spino nachher nicht zur Theater habe. Das läuft. Dann hätte ich gerne. Was hätte ich denn noch gerne? Ah ja, die Geier muss ich euch auch noch zeigen. Ich habe natürlich jetzt keine neuen mehr gesehen. Die zwei Jungs hocken da oben, ne? Ich finde auch, dass das absolut gut aussieht, wenn die hier so geiermäßig da runterlinsen. Ich finde es geil. Allerdings brauchen sie einen, brauchen wir noch, Leute. Das sind nämlich nur zwei Weibchen. In Anführungszeichen nur. Also, jetzt gucke ich nochmal ganz kurz rein. Der Agentav ist mein Bester. Du gibst mir mal das Leder raus und die Geschichte. Das lasse ich nämlich jetzt alles mal hier. Das los hier nämlich jetzt. Oh, das mal hier. Das Zelt haben wir dabei, falls es schlimm wird. Das war's eigentlich. Wir können los, Leute. Nach dem Spino gucken. Ovis brauchen wir. Ich guck mal, ob ich noch Ramatten habe. Ich glaube, 7 oder 8 Stück müssten noch irgendwo rumliegen. Hier vielleicht? Ja, Baby, 6 Stück. Kriegt jetzt der Agi reingestochen. Dann passt. Paulan habe ich dabei, gell? Nicht, dass ich ihn wieder suche, wie so ein Wilder. Ich habe jetzt überlegt, ob wir mit der Wyvern fliegen. Allerdings, wenn ich da in der Höhle bin, habe ich die Hoffnung, dass ich mit dem Agi vielleicht reinkomme, ne? Richtiges Leder wollte ich noch wegräumen. Und? Naja, Metallfarben tue ich dann später. Das machen wir jetzt nicht. Ich hoffe, dass der lilane Dinger noch da ist. Wir fliegen mal ganz kurz rüber. Fangen wir mal unseren Ausflug da an. Paulan habe ich dabei. Mein stärkstes Bodentier momentan.
Da brauchen wir vielleicht mal irgendwann einen Baryonyx oder sowas. Jetzt fliege ich mal rüber. Tiere sind ja jetzt aufgehoben. Schultertier habe ich keins mit, für den Fall, dass es mit dem Glowtail klappt. Oh, das ergibt sich ganz gut. Ich muss nämlich eh darüber. Denn dort ist diese Lebensblume. Ihr erinnert euch, wenn man drunter steht, heilt man. Und auf Aberration war das so, dass du jede Minute einen Seed bekommen hast. Seid ihr da? Das heißt, das probieren wir jetzt mal aus, ob das geht. Da hatte ich allerdings mal irgendwann gehört, dass es verbuggt wäre. Falls dem nicht so ist, müssen wir gucken, dass wir Pilze finden. Und da weiß ich, glaube ich, die Gegend bei den Bloody Wifern an unserem See, da müssen wir eigentlich die Pilze finden, die wir brauchen. Da gehen wir kurz vorbei. Ah ja, ja, so ein paar Dinge erledigen. Ne? Nächster Ausflug wird dann aber tatsächlich dann in Redwood hoch den Honig holen. Vielleicht hole ich mir auch noch einen Bär. Ah, ich muss mal gucken. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir heute alles zusammenfinden. GPS habe ich dabei. Tiere sind hier keine. 70, sehr gut. Taschenlampen auf. Ich meine, okay, ich glaube, den hatte ich tatsächlich noch nie in Benutzung. Kann ich den einfach jetzt über mein Dings zum Beispiel? Hey, das hat geklappt, gell? Ja, der ist jetzt drauf. Das ist ja geil. Natürlich bringt es nur was, wenn es Nacht ist, ne? So, meine Lieben, die Geschichte haben wir schon. Mal, dann gehen wir mal ganz kurz auf unser GPS. Das war's nicht, aber das schadet auch nicht. Hat der Alderle nichts mehr zum Futtern? Oh, da muss ich kurz rüber, Leute, tut mir leid. Das habe ich jetzt vergessen. Vielleicht können wir aber... Pass mal auf, ich mache mal das GPS kurz hin. Wir sind bei... Huch, waren das jetzt? 52,44. 52,44. Und wir müssen, glaube ich, in die Wüste. Vielleicht fliege ich da am besten... Ich nehme da kurz den Teleporter und ich fliege dann hoch. Ich glaube, das wäre näher dran. Das wäre mein erster Spot. Ich weiß nicht, was ich da für ein Spino gesehen habe, ne? Aber da fliegen wir heute auch noch rüber. Ich muss nur was zum Essen mitnehmen, dann teleportieren wir uns geschwind. Das wird gescheiter sein. Ich hoffe, dass ich noch was zum Essen gemacht habe, aber ich glaube schon. Schön, oder? Jetzt wird später natürlich hier unser riesengroßer Turm stehen. Ab hier wird dann natürlich dann auch die Ladedings. Ja, wird halt schon wieder ziemlich groß, gell? Oh, und unten die Poller muss ich noch reinmachen. Am Monk-Eckle. So, lieber Agi, dann heb mich mal ganz kurz hier. Ich bin gleich wieder da. Ein kurzer Moment. Also, wenn ich Fleisch habe, müsste es hier drin sein normalerweise. Nee, dann war es da hinten. Habe ich das tatsächlich schon getrennt voneinander? Jo, hier ist. So, hat geklappt. Komm, wir teleportieren uns geschwind. Ich kann sein, dass ich die Tiere noch kurz umsetzen muss hier. Nee, die waren ja weit genug weggestanden. Gehen wir kurz in die Wüste und dann navigieren wir uns da hoch. Und dann gucken wir als nächstes nach dem Spino. Süd. Ihr seid alle draußen aus dem Kreis. Dich hätte ich auch mitnehmen können, aber du passt in die Höhle rein. Aber wenn alles klappt, kriegst du da Weibler. So, meine Lieben, dann schauen wir mal. Wir befinden uns bei 78,52. 67,57 müsste ich. 67,57. Warte mal geschwind. Das wäre 67. Ja, das wäre eigentlich da oben dann, ne? Ich flitz mal. 67,57. Da wäre eventuell ein Ovis-Spawn, wenn wir Glück haben. Hier auf diesem kleinen Plateau könnte eventuell der ein oder andere Ovis mal spawnen. Hier soll ein Spawngebiet sein. Je nachdem, welche Tiere natürlich jetzt hier gerade aktiv sind, halten die sich auch nicht so lange. Es gibt mehrere Spots. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier Glück haben. Ich fliege ganz grob ab. Ansonsten kann sein, dass ich noch ein, zwei andere anfliege. Denn so ein bisschen Raw Mutton bräuchten wir schon, um besser zu zähmen, ne? Ich fliege jetzt einfach mal hier ab. Ich weiß nicht, ob der Spawn genau an dem Punkt ist, wo ich jetzt die Koordinaten aufgegabelt habe. Möglicherweise sind sie auch runtergehüpft. Du weißt es ja nicht. Lass uns hier gerade mal kurz unsere Kreisel ziehen. Weil das Schwein hier, das lässt mit Sicherheit nichts leben, ne? Das hat ein Kraschelt. Das war jetzt aber nicht die Motte, oder? Also hier könnte eventuell ein Ovis spawnen, wenn man Glück hat. Ich mache jetzt auch tatsächlich mal die hier weg. Weil... Oh, der hat seinen Move gemacht, hast du gesehen? Sollte ich den hier einkreiben oder so annehmen? Wenn der natürlich hier unterwegs ist, wirst du kein Ovis finden. Und das Schweinpull... Oh, wir bluten. Ja, ist gleich vorbei. Ist gleich vorbei, Diggerle. So, hau mal das Schwein runter. Schönes ist das, gell? Ich habe das Schwarz-Weiß-Event nicht drin. Das sah aber gerade so aus, als ob, gell? Zwei Dödis haben wir hier. Naja, jetzt überlege ich gerade, wie wir weiter verfahren, weil mit 6... Das ist ein Bug.
Mit sechs Robotten braucht man natürlich den Spino jetzt nicht aufgabeln wollen, ne? Aber hier sehe ich jetzt im Moment kein Uwissle. Leider. Was hat denn der zerfleischt? Was auch immer. Oh, hat er mich runtergezogen? Ah ne, ich habe kein Dings mehr gehabt, keine Energie. So, meine Lieben, also Obis-technisch, da muss ich jetzt mal alles ablegen. Es gibt auch im Schneegebiet noch Spots, es gibt ganz viele. Aber fürs Schneegebiet bin ich ja noch ein bisschen zu wenig gut ausgerüstet. Da müssen wir uns fast mal die Pelzrüstung machen. Ich würde sagen, ich flitze jetzt einfach hier ein bisschen durch die Wüste, bis ich ein, zwei finde. Sammle die ein, hole ich natürlich dazu und dann machen wir weiter. Es dürfte jetzt gleich dunkel werden. Ich habe sofort die Pause reingehauen. Da vorne ist eins, meine Lieben. Ein bisschen weiter weg vom Spawnpunkt, wie ich dachte. Das schnappen wir uns jetzt natürlich und bringen es irgendwo hin, wo wir es in aller Ruhe... Oh, und dann auch noch verfehlt. Scheiße, Raptor. Ich dachte, da drücke ich doch gleich mal drauf. So. Das nehme ich jetzt irgendwo hin mit. Und dann werde ich das wahrscheinlich mal versuchen, mit der Kettensäge kurz auseinander zu bollern. Ey, Alter, ne, guck mal. 19.31 Uhr. Wir sind heute Morgen aufgebrochen. Aber das war mir es jetzt wert. Ich möchte den hohen Spinner unbedingt haben. Und da gehen wir jetzt auch noch rüber. Mal gucken, ob ich die Nacht durchmache oder ob wir kurz den zumindest holen. Und ich hoffe, der ist noch da. Jetzt gucke ich aber erstmal, ob wir hier einigermaßen sicher sind. Es tut mir jetzt auch ein bisschen leid um die Stück. So. Du bleibst mal hier. Ich spring runter, Kettensäge raus und dann hoffen wir auf ganz viel. Ah, da kommt auch viel Pelz raus und den brauchen wir sowieso, meine Lieben. Ist schon recht so. Dann können wir uns die Winterrüstung bauen. Sehr coole Geschichte. Oh ja, da kommt einiges raus mit der Kettensäge. Kurzer Moment jetzt. Alter Schwede, da ist immer noch Material drin. Wow, da können wir uns zwei Rüstungen bauen, wenn wir Bock haben. Ist ja der Hammer. Das habt ihr geschrieben, ne? Dass ich da mal ein bisschen rumprobieren soll. Auch habe ich jetzt gemacht. Läuft. Läuft. Weiter geht's. Jetzt haben wir Raw-Matten genug mit einem Schaf. Das ist doch schön. Ey, Wahnsinn. Also ich zeige es mal ganz kurz. Hier drüben habe ich es gefunden, ne? An der Stelle da drüben. Das sind die Koordinaten. Ja, 75, 54. Von da aus einfach am Rand hier das Gebiet ein bisschen abfliegen. Hier ist überall Spawn-Map-mäßig das verzeichnet. Jetzt schauen wir aber mal natürlich, dass wir unseren Spinner nochmal wiedersehen. Ah, bin ich froh. Das hat aber ewig gedauert. Jetzt, ihr seht es ja, ne? Ich bin ewig rumgeflogen. Hier vorne am Wasser irgendwo war der. Jetzt fliegen wir mal rüber. Was ich Tiere weggemacht habe an dieser ersten Ecke, wo wir geschaut haben, da spawnt alles nach, aber kein Uwis. Ich hole jetzt auch kein zweites. Mir reicht das jetzt, ne? Jetzt haben wir echt saumäßig viel Fleisch bekommen. Da, 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 da. Ja, dann schauen wir mal eben, wie es aussieht beim Spinhofer. Vielleicht bauen wir die Box auf, pullen den. Die Schießaktion schneide ich wieder ein bisschen, weil ist ja dann doch nicht so aufregend. Und dann können wir morgen früh vielleicht... Dann könnten wir vielleicht morgen früh... Ah, das ist irgendein View-Teams, ey. Shitty. Können wir noch versuchen, das Glowtail zu kriegen. Und hier sollte man mal ein bisschen am Rand rumflatzen gerade, weil das sind doch die Lebensblumen. Das habe ich jetzt noch gar nicht probiert. Ey, drüben ist jetzt auf einmal ein U-Team. Der ist gar nicht so weit weg vom Spinner, glaube ich. Den 20er habe ich mittlerweile auch wieder gesehen beim Abfliegen der Spots hier. Ihr erinnert euch, wo ich gesagt habe, der hat aber auch schöne Rückenschuppen. Oh, schön, ein kleiner Tümpel. So, pass auf, jetzt suchen wir erstmal unser Viech. Wenn ich so eine Lebensblume finde, mache ich natürlich kehrt. Da war vorhin auch eine, aber die Hersteller habe ich mir nicht gemerkt. Die wachsen ja alle Ritt irgendwo. Da ist nichts, da ist nichts. Und die Pilze gibt es hier auch, die ich brauche. Also hier haben wir eigentlich alles an dem Eck. Ah, herrlich, dass wir eins gefunden haben. Bin ich jetzt echt froh. Kann sein, dass ich mir wirklich für die Notfälle doch noch ein Ovis-Pärchen irgendwann zähle. Da müssen wir mal gucken, dass wir das Zeugs herstellen. Ja, die Bärenhöhle, beziehungsweise die Honighöhle, die wird jetzt dann schon verpflichten bald, ne? Ja, es dauert jetzt noch eine Weile, aber jetzt fliegen wir gemeinsam. Wir machen den Cloudtail morgen früh. Ich weiß, wo ich hin muss. Vielleicht finde ich ja noch... Ist das Basilisk-Scheiße? Arg, warum? Doch jetzt aber nicht bei meinem Spinole gerade. Da flitzt er. Das ist aber nicht meiner, bitte nicht. Ne, ist der 20er. Das war der mit der schönen Rückenschuppe, ne? Ihr erinnert euch. Guck. Den haben wir gesagt, aber jetzt holen wir unseren Großen. Ich fliege da mal weg von der Ecke, wenn da eh gerade ein Basilisk unterwegs ist, ist gar nicht gut. Ah, schöne Geschichte, aber es wird jetzt dunkel, gell? Vielleicht setze ich mich auch kurz irgendwo hin, mache kurz einen Schnitt, bis es wieder Tag ist.
dass wir zumindest nicht in der Nacht unterwegs sind hier. Mit 10. Du weißt ja nie, was aus dem Dschungel rausbrutzelt gerade. Und der 145er braucht seine Zeit, ne? Geh mal ein bisschen höher, nicht, dass sich einer vom Pferdle holt. Ja, ich glaube, ich mache einen kurzen Schnitt, Leute. Dann sehen wir uns beim Spinno am Spot morgen früh. So ist doch viel besser, dann sehen wir auch ein bisschen was. Jetzt holen wir uns das gute Stück. Dann können wir Spinno-Baby machen und Dödi-Babys demnächst. Jetzt schaue ich nochmal kurz, dass ich nicht irgendwie ein Krokodil reinrassel. Wo ist denn der überhaupt, der Große? Der müsste hier... Da ist das Krokodil. Ich glaube, ein bisschen weiter da hinten ist er irgendwo gewesen. Ja, den möchte ich schon gerne. Jetzt ist uns wieder kalt. Jetzt hoffe ich natürlich, dass uns hier nicht irgendwie ganz übles Wetter überrascht. Sieht ihn jemand? Ah ja, da unten ist er. Der hat schon fast Tarnfarben hier, so ganz leicht, ne? Pass mal auf, wenn er hier ist, dann pulle ich ihn gleich mal hier rüber. Genau, gib mir mal meine Dings raus hier. Dann machen wir das jetzt. Die brauche ich gleich. Ja, das passt doch, oder? Mache ich es hier hin, kurzes Böchsle. Müsste eigentlich gleich erledigt sein, wenn das Krokodil uns in Ruhe lässt. Ja, genau hier. Den nächsten mache ich dann gar nicht so weit auseinander. Ja, das war vielleicht ein bisschen knapp, aber wir haben ja genug Tore. So. Ich gucke kurz, ob die Lücken groß genug sind. Ja, das passt. Die sitzen ja fast dicht an dicht. Wunderbar. Hier noch kurz der Manuel reingeklopft. Das Tier überprüft und dann holen wir den. Manuel, zumachen. Und du bist auf Passiv. Dann ist alles gut. So, meine Lieben, dann haben wir zwei super hohe Spinos. Ihr wisst, was das für Babys geben, ne? Super starke nämlich. Und das können wir schon gebrauchen. Guck mal, hier ist er. Einmal beißen. Ich beiß manchmal rein. Ich meine, du kannst ja auch pullen, ohne dass sie beißen muss. Aber ich hab... Wo komme ich hier überhaupt mit dem Magier raus? Komm ich raus? Das ist gut. Jetzt muss man nur aufpassen, dass er drin ist. Ja, der ist drin. Jetzt brauche ich nur noch einen schönen Platz. Ich habe es ein bisschen weit hier rüber gesetzt. Ich werde nämlich gern von der Seite geschossen, da wäre ich krokodilsicher gewesen. Aber hier erwischt er uns, ne? Erwischt er uns hier? Jo, oh, der hat halt eine Reichweite. Also muss ich hier kurz ein bisschen sauber machen, dass ich sehe, ob da Feinde sind. Jetzt haben wir ihn. Wie gesagt, die Schießerei jetzt gleich, das kennen wir ja, das haben wir erst vor ein paar Tagen gemacht. Und auch die Wartezeit, würde ich sagen, überbrücke ich dann mit einem kleinen Minischnitt. Dann kommen wir nämlich recht zügig vorwärts. So. Oh, ich kann doch eigentlich runtergehen. So. Setz ich mal hier hin. Frage ist natürlich dann, ob ich, wenn er da vorne ist, ihn auch noch sehe. Eher nicht, gell? So. Sauber machen wir dazu. Ja, dann machen wir das mit dem Glowtail halt morgen. Ist trotzdem dann noch aktuell. Den brauchen wir nämlich tatsächlich für die untere Turmgeschichte, ne? So, lass mich mal gucken, war das Kap? Da ist es, weißt du, ich probiere den jetzt mal zu schnappen, bevor der mich runtersaust. Aber das Tier ist jetzt, wo ist denn der jetzt? Dranhängen du da nicht mehr? Wo ist denn der jetzt hin? Hä? Manchmal blicke ich es auch nicht so schnell. Wo ist denn der jetzt hin? Ich kann da nicht hinstehen und zähmen jetzt, wenn der da noch rumsaust. Den habe ich doch jetzt nicht getötet, oder? Ja, der wird sich schon gleich wieder auftun irgendwo. Hab ich jetzt nicht so schnell jetzt da drin. Zum Glück hat der Agi-Beutel, da war er irgendwo. Hier ist er. Jetzt pass auf, Anflug. Ah, den kann ich offensichtlich nicht greifen, wie es aussieht. Jetzt hat er mich runtergesaust und das habe ich nämlich gewusst. Boah, Alter, da haben wir Glück. Haben wir Glück, ich habe ein Viech mit der Kettensäge erledigt. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. So, Agi, jetzt haben wir Platz und Zeit, oder, Digga? Oh, der Arme. Aber egal. Jetzt kann ich in aller Ruhe loslegen. Meine Lieben, wir sehen uns gleich wieder, wenn der Spinno liegt, ne? Wo ist denn meine Munition hier? Alles klar. Jetzt bin ich schon wieder erschrocken gerade vom Lärm. Ist er noch da? Ja, ist noch da. So, kurzer Schnitt.
Wir haben den, Leute, mein lieber Mann, ich bin so happy, dass wir den nochmal wiedergefunden haben. Der hat nämlich eine super schöne Farbe. Guckt euch das mal an. Grüner Unterbereich und dann hier so rot, ne? Wahnsinn. Und jetzt haben wir ja auch die Dinger dabei. Das heißt, heute läuft das Ganze etwas angenehmer und smoother. Und wenn nochmal Krokodil kommt, packe ich mein Käsesee wieder aus. So, komm, lass mich mal kurz reinschlupfen hier. Diggerle, bevor du aufwachst. Nee, oder? Boah, der ist schön. Was meinst du, was wir für schöne Stego-Spinno-Babys kriegen? Wird der Wahnsinn. So, das war die Geschichte. Jetzt warte ich hier einfach, bis der gezähmt ist. Ich habe jetzt auch gerade mal auf die Uhr geschaut, zur Not überziehen, weil ich will ja heim, ich will den Turm bauen, ich will die Werkstatt umplanen, ne? Das heißt, wir gucken mal, dass ich jetzt gleich, wenn der fertig ist, packe ich ihn in unseren Gyros-Spieß. Und morgen treffen wir uns dann an der Base, weil dann erledigen wir heute noch den Glowtail. Dann machen wir das noch eben. Ist das ein Ameisenhügel? Sah kurz so aus, gell? Ja, aber der braucht jetzt hier eine Weile. Aber da wir noch einen frühen Tag haben, würde ich sagen, das gönnen wir uns. Machen wir heute fertig die Geschichte. Dann haben wir das erste kleine Glowtail. Vielleicht nehmen wir sogar zwei mit. Wobei ich tatsächlich einen Spieß zu wenig habe für zwei. Weil mir von den anderen Tieren nämlich keiner hinterher fliegen kann. Jetzt holen wir mal, jetzt packen wir mal den ein. Wie weit ist denn das? Dann mache ich nochmal einen ganz kurzen Überflug. Nee, das würde ich heute gerne erledigen, die zwei Sachen. Hätte ich Bock drauf. Vor allem will ich halt morgen dann gleich Spinno Baby ankicken und den Dödi, ne? Komm, wir warten, bis er einmal gefuttert hat und dann mache ich Schnittle. Ausdauer, Sauerstoff, Gewicht, Nahrung, ja. Bei was wird er wohl futtern? Bei 60 oder bei 50, denke ich mal, ne? Hey, wir haben 400 Raw-Matten, jetzt können wir wieder zähmen gehen. Ja, ich schätze mal bei 50. Das Gute ist halt, dass wir jetzt hier das Zeugs dabei haben ohne Ende, ne? Brauche ich nicht mehr Bärchen farmen. Könnte eigentlich mit dem Agi kurz hier reinfliegen, dann sind wir da sogar safe. Aber da passt ja außer hier hinten niemand wirklich durch. Ne? So, hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich. So, Futter, mein Digger. Ja, bei 50 wird er futtern. So machen wir das. Dann haben wir zwei riesen Spinos, 145. Und dann können wir mal gucken, was wir da rauskriegen. A, für Farben und vor allem, welche Werte die haben werden. Ne? 15% müssten es sein, ne? Wie beim letzten Mal auch. Alles klar, wir sehen uns hier gleich wieder. Wir bauen schon mal die Box ab. Der braucht jetzt nur noch einmal futtern und dann haben wir den gezähmt. Und dann haben wir ein wunderschönes Spinopärchen. Freue mich gleich, den mal im Sonnenlicht auch jetzt anzugucken. Ne? Jetzt darf ich hier... Hat das denn geklappt? Ich nehme nicht an, dass jetzt was kommt. Ne? Normal sollte man es stehen lassen, bis es soweit ist. So, Picke weg. Also Picke, Pick-up weg. So. Oh, schön, guck mal. Der und der Grüne, oder? Da haben wir richtig krasse Farben erwischt. Die Dinger habe ich jetzt alle komplett reingeholzt, aus Sicherheit, weil ich bin gerade mal noch so ein bisschen links und rechts hier rumgeflogen. Habe noch ein bisschen hin und her geschaut, wie viel mussten noch futtern. Lass mich mal gucken. Nahrung. Ja, noch 22 Punkte runterhungern, dann hat er es gepackt. Ich darf nur meinen Raw Mutton nicht vergessen, jetzt gleich wenn wir abhauen. Wir werden mit dem Agi fliegen. Wir werden wahrscheinlich hier kurz am Rand entlang mal gucken, ob wir diese Lebensblume finden. Da will ich noch was checken. Dann haben wir im Gebiet vor uns wahrscheinlich Pilze. Das wäre das zweite Zehnfutter, weil die Glowtails, ich glaube, die mögen am liebsten auch diese Z-Pflanzensamen. Und ich weiß nicht, ob man die bei Crystal kriegt, wie auf Aberration damals. Ansonsten Alternative wäre das so eine Pilzsorte, die sie dann auch futtern. Ein Glowtail möchte ich halt, weil ich ja im Turm so eine kleine Gartenstätte aufbaue. Ich weiß gar nicht, ob es Bulbdogs gibt. Ich glaube nicht, gell? Wenn ich es richtig weiß, gibt es keine Bulbdogs. Die Glowtails und die Featherlights, glaube ich, sind es hier, ne? Was echt sehr schade ist. So, 90%. Ja, die letzten 6 Punkte. Den packe ich jetzt natürlich gleich in den Ball ein. Mit dem können wir natürlich nicht hochfliegen, wo wir hin müssen heute. Machen wir das mal so, dann ist das auch gleich erledigt. Ramatten darf ich nicht vergessen. Alter, ist das ein hübscher. Da haben wir echt coole Farben drin. Grüner Bauch, grüner Rand an den Schuppen, blau und dieses Weinrot. Absolut herrlich. Freue mich sehr aufs... Da ist er, Leute, er gehört uns. Yeah! Level 217 hast du schon. Sehr cool. So, mein Stückle. Ich werde dich natürlich daheim auspacken. Du wirst auch recht zügig ein Baby machen. Hast du davon schon gehört? Leute, das ist ein echt hübscher. Ich meine, die Tiere sind ja alle hübsch. Ich finde ja immer jedes einzelne hübsch, aber das ist echt ein absolutes Sahnestück. Und das Baby, das rauskommt, das wird unser Hauptreittier dann für den Boden. So, Agi, wir haben es geschafft. Ich bin stolz auf dich, hast gut mitgemacht, wie immer.
Der verspart, glaube ich, hier die ganze Zeit das gute Fleisch. Ne? Das mache ich dir rüber, dann hält es länger. Das kriegst du auch rüber, das kriegst du auch rüber. GPS-Gerät muss ich jetzt rausholen. Knarre brauchen wir jetzt nicht mehr. So, meine Lieben, jetzt machen wir mal ganz kurz. Wir müssen Richtung schwebende Inseln auf jeden Fall. So viel weiß ich schon mal. Lasst uns mal kurz hier gucken, ob wir auf den oberen Ebenen diese Lebensblume finden. Raw Mutton habe ich mit. Box ist abgebaut, falls wir nochmal irgendwo ein hohes Tier finden, das wir unbedingt brauchen. Jetzt schauen wir mal. Beziehungsweise, ich fliege jetzt von hier aus geradeaus Richtung schwebende Inseln. Ich hoffe natürlich, dass ich hier Pilze und so eine Blume finde. Was haben wir da hinten? Schlangen, Fiomia auf der Flucht. Ja, ich fliege jetzt gerade mal kurz hier noch den Rand ab, weil vorhin bin ich an der Blume vorbeigekommen, als ich Ovis gesucht habe. Und sobald ich eine habe, hole ich euch wieder rein. Und dann probieren wir das mal geschwind aus, würde ich sagen. Eine Blume habe ich mal gefunden. Wir gucken gerade, ob es sicher ist. Und dann stelle ich mich da jetzt mal eine Minute drunter und hoffe, dass die Seeds. Aber ich meine, wir hatten das sogar schon mal probiert. Ganz am Anfang kann das sein. Normalerweise steht man eine Minute drunter, dann baut die sich doch so auf und dann spuckt die den Seed. Guck mal, das herrliche Bild an mit dem Hintergrund. Mit dem riesen Obelisk. Wahnsinn, oder? Chipoale. Pupsi. Jetzt schauen wir mal. Ich habe auch schon was gelesen, dass es eventuell auch ein Bug sein könnte, dass die hier nicht droppen. Falls es nicht klappt, müssen wir halt den Glowtail mit Pilzen zähmen. Dann ist halt die Effektivität nicht ganz so hoch, ne? Ja, ich habe das Gefühl, die versucht's, aber sie schafft's nicht, ne? Vielleicht fixen sie das noch. Jetzt habe ich mal ein bisschen Geduld, würde ich sagen. Und dann. Ja, aber die spuckt keine Seeds, gell? Ich glaube, dass da tatsächlich noch ein Fehler drin ist. Aber da gerne mal eure Erfahrungen. Vielleicht läuft es ja auf dem Server mittlerweile rund, weil die Seeds sind es normalerweise, mit denen man diese Schultertiere aus Aberration zähmen kann, ne? Glaub nicht, dass das funktioniert. Irgendwie scheint sie kaputt zu sein. Oder? War schön wäre es schon, weil die hätte ich nämlich auch gerne gepflanzt. Ich habe die Pflanze noch nie so genau beobachtet. Ich finde, die haben sie ziemlich cool designt, oder? Nee, läuft nicht, Leute. Das Einzige, was ich noch versuchen kann. Aber normal kann man die nicht abbauen, die Dinger. Oh. Das funktioniert nicht, ne? Das funktioniert nicht. Mit E auch nicht. Sie lässt zwar Dinger fallen. Müssen wir Pilze suchen, meine Lieben. Das hilft uns leider alles nicht. Schade eigentlich, weil die wollte ich nämlich im Turm pflanzen. Jetzt pass auf, ich fliege schon mal ein Stückchen rüber. Ich guck mal unterwegs. Da sind Pilze. Warte mal, brauchen wir gar nicht weitermachen. Vielleicht reichen die ja schon, wenn ich die mitnehme hier. Ich guck mal kurz, was rauskommt. Und zwar brauchen wir die da, glaube ich, ne? Die hier sind's. Ja, komm her, ich farm noch mehr ab. Die sind's, mit denen kannst du auch zähmen. Acerbic. Wie auch immer man die ausspricht. War das was Liebes, was da gerade so gegrunzt hat? Ich hoffe es doch. Ich nehme mal ein paar mit. Ich hoffe, die spoilen nicht so schnell. Und dann haben wir eigentlich alles. Und dann fliegen wir jetzt noch das Clowtail kurz holen. Nur in die Höhle mal hin, weißt du, dass wir mal sehen, wo die ist. Einen können wir ja mitnehmen und dann gehen wir irgendwann die Höhle erkunden. Denn da gibt es auch ein Artefakt. Und ich glaube aber, in der Höhle sind Feinde drin. 18 Stück habe ich. Ich sammle jetzt hier noch eine Handvoll ein, wenn ich nochmal vorbeikomme an ein paar Pilzen. Und dann sehen wir uns gleich im Anflug auf die schwebenden Inseln. Ich freue mich sehr auf die Höhle. Ich bin sehr gespannt, wo die ist. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir die finden. Die Koordinaten, die wir ansteuern, sind 48, 9, 76, 4. Warte mal, auf der kleinen Insel will ich kurz Luft holen. Dann richten wir uns aus. Und ich weiß, dass es in der Nähe auch so einen großen Kristall gab. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es hier mehrere Höhlen gibt. Den Teleporter müssen wir natürlich noch setzen, ne? Den habe ich jetzt natürlich heute nicht dabei. Möchte ja noch ein paar Mal hierher kommen. Jetzt pass mal auf, ich lande mal eben hier. Ich hoffe, die Pilze reichen. Ich habe sie mal im Agi jetzt eingeräumt, weil da heben sie mir länger. 23 Stück, die müssten doch reichen normalerweise, ne? So, pass auf. Wir gucken nochmal ran. GPS raus. 51 bin ich, da muss ich jetzt noch verkürzen auf 48,9, das heißt, da sind wir ziemlich zügig. Und hier muss ich noch auf 76 rüber. Das heißt, ich würde mal so sagen, ich weiß jetzt natürlich nicht auf welcher Höhe, könnte mir aber vorstellen, wenn ich da den orangenen Kristall noch in Erinnerung habe, dass das dann da oben drin ist. Das sind halt ganz viele immer, gell?
Ja, das werden wir schon sehen. Pass auf, wir sind jetzt gleich bei 48,9. Dann biegen wir erstmal die Geschichte, würde ich sagen. Ich fliege auch mal hoch genug, würde ich so annehmen. 48,9 und 76. Das heißt, wir surfen jetzt schon mal hier rüber. Problem ist... Boah, Alter, ist aber schon ein schönes Eckle hier. Lass uns mal da oben nochmal kurz nach Luft schnappen, beziehungsweise Ausdauer nachholen. Da drüben ist der große Kristall. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie den meinen haben. Groß ist der? Wo sind wir denn? Ich guck nochmal. 49. Das heißt, da wir da auf 76 müssen, müssen wir da noch eine ganze Ecke rüber. Da zieht, es sieht auch so aus, als wäre auf der Map was angezeichnet, ne? Guck mal, mit der Pfeilspitze zeige ich auf was Gelbes. Ich nehme an, der Riesenkristall da drüben. Vielleicht ist ja der Hinweis, wo die Höhle zu finden ist. 48, stopp. Und jetzt einfach hier noch 2 Grad rüber und dann müssten wir die Höhle normal sehen. Ich könnte mir vorstellen, das passt mit dem Ding hier, ne? 76,4. Irgendwo hier muss es sein. Ich glaube, dass wir richtig sind. Die Frage ist nur, wo genau der Eingang ist. Das weiß ich natürlich nicht. Da unten zeigt es mir da was an. Nee. So, jetzt sind wir sogar schon drüber. Ich lande mal kurz hier. Vielleicht kann ich was erkennen. Irgendwo hier muss das sein jetzt. Das musst du aber auch wissen, wo das ist, oder? Hinter so einem Schleier war das, glaube ich. 48,9. 76,4. 48,9. Hier? Eigentlich, hier muss das jetzt irgendwo sein, Leute. Ich glaube, dass das unheimlich schwierig ist, das zum ersten Mal. Da ist ein Regenbogen. Ich meine, dass ich da auch was gelesen habe. Hier muss irgendwo ein Eingang sein. Regenbogen, die Pilze. Hier muss irgendwo der Eingang sein. Habt ihr den Regenbogen gesehen? Das ist ja wunderschön. Hier ist... Wäre es nicht logisch, dass am Ende des Regenbogens oder am Anfang der Kristall strahlt, das glaube ich aus. Komm, wir gucken mal hier, ob da irgendwo der Eingang ist. Wir sind ganz nah dran jedenfalls, ne? Ich versuche jetzt gerade mal rauszufinden. Oder ist es vielleicht hier hinten dran? Das sieht so aus, als wäre da auch eine Höhle, ne? Ich will's mal rein. Wir sind auf jeden Fall in der Höhle. Ist zwar nicht das, was ich in Erinnerung habe, aber möglicherweise. Boah, ist es schön hier unten drin, oder? Ach du je, ist es schön. Wie das Licht reinfällt und alles. Das ist aber nicht das, wo ich eigentlich hin wollte, glaube ich. Aber jetzt bin ich schon hier. Kurzer Moment. Ich mache mal das GPS kurz weg. Ach du schön. Ach du schöne Scheiße, wollte ich jetzt sagen. Tatsächlich, ja. Aber hier sind keine Tiere drin, ne? Ist bei mir irgendwie in den ganzen Höhlen sind keine Tiere drin. Da stimmt irgendwas nicht, glaube ich. Das sollten Tiere drin sein. Aber ich habe schon von ein paar gelesen, dass ich nicht der Einzige bin, bei dem das so seltsam ist, ne? Ha, ich bin mir halt nicht sicher, ob das die Geschichte ist, wo ich hin wollte jetzt, ne? Wer weiß, was es hier noch alles gibt. Ich meine nämlich, dass das hinter einer Pflanzenwand war. Komm, ich saus hier mal ganz kurz durch. Vielleicht sehen wir einen. Kann auch gut sein, dass wir morgen hier uns einfach einloggen in die neue Folge und dann nochmal gucken, genau. Es ist halt gar kein Tier hier drin, ne? Das stimmt doch so nicht. Hier sind die Ruinen, auch an die erinnere ich mich. Ich habe das mal recherchiert vor einer Weile. Wenn natürlich keine Tiere hier drin sind, bei mir haben wir ein Problem, ne? Dann kriege ich natürlich auch keine Glowtails. Hier irgendwo war das, glaube ich, als ich damals geguckt habe. Schön mit den Ruinen, zieht ihr das mal rein. Ey, dann müssen wir nochmal separat mit einem Tier durch, mit einem Bodentier. Das ist jetzt gerade nicht so... Das ist nicht so schön, das nur mit dem Vogel zu entdecken. Da muss ich nochmal separat rein.
Tja, meine Lieben, hier soll es die angeblich geben, aber ich habe das Gefühl, bei mir sind die Höhlen leer, ne? Da liegt ein Skelett. Ja, hier ist es irgendwo. Das sind wir sind schon richtig, aber bei mir hat es keine Tiere in den Höhlen drin. Das kenne ich so. Kann es sein, dass das hier gebaut ist? Meint ihr, es gibt eine Einstellung? Aber das habe ja nicht ich gebaut, ne? Dass es hier Spawn verhindern wird. Was sind das? Sind das diese Giftpilze, wo man sich... Ja, wenn nämlich hier bei mir keine Feinde drin sind, sind natürlich auch keine Glowtails drin, leider. Ah, vielleicht hat einer eine Idee. Vielleicht hat ja von euch schon mal einer was aufgeschnappt hierzu. Oder aufgeschnappt. Ich fliege mal ganz dicht am Boden rum. Ist wie leergefegt, gell? War da was? Nee, das würdest du sehen, die... Glowtails, die sieht man, die erkennt man, die sind ja goldig wie Sauge. Meine Lieben, da werde ich mal gespannt einfach nur warten, was ihr so schreibt über eure Höhle, ob da bei euch was ist. Oder vielleicht noch besser, falls jemand dasselbe Problem schon mal gehabt hat und eine Lösung dafür hat. Bei mir ist hier nichts drin. Ich werde hier mal ausloggen und morgen nochmal frisch hier einloggen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht dann irgendwelche Tiere hier drin haben. Komisch, gell? Ich muss eine Weile hier sein, dass wir spawnen. Das kann ja immer alles sein. Gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Schade. Aber hey, das ist ja mal ein geiler Ort hier. Das ist mal echt ein cooler Ort. Ich gehe mal noch ein bisschen tiefer. Weiß nicht, ob ich jemals nochmal rausfinde. Wahnsinn, ein Riesenteil und absolut schön hier drin. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Den Spinner haben wir. Ich möchte daheim auf jeden Fall am Turm weiterbauen, die Werkstätten weiter ausbauen, dass wir so schnell wie möglich umziehen können. Also, dass wir tatsächlich dann auch am Turm produzieren schon mal. Hier lasse ich mich mal überraschen, was ihr so sagt oder was ihr so erlebt habt hier drin. Da hat es wieder Pellen, gell? Ich meine, fürs Perlenfarmen ist es ja total cool, wenn du nicht angegriffen wirst, aber es ist leider nicht das, was ich mir gewünscht habe. Ich hätte schon gerne auch Feinde. Alles klar. Leute, wir sehen uns morgen hier wieder. Ich freue mich saumäßig auf die nächste Runde. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.